Wenn früh am Morgen der Wecker klingelt, muss in kurzer Zeit oft viel erledigt werden. Jetzt heißt es frühstücken, sich im Bad richten. Manch einer muss auch noch die Kinder für die Schule fertig machen, bevor man sich auf den Weg zur Arbeit macht. Prudente Umfragen zeigen, bei den meisten Menschen geht die morgendliche Pflege im heimischen Bad recht schnell. Dabei stehen schöne und gesunde Zähne für Attraktivität. Umso wichtiger ist es, trotz morgendlicher Eile an die Zahnpflege zu denken und lieber 5 Minuten früher aufzustehen. Denn soll diese gelingen, braucht man 2 Dinge: Zeit und das Wissen, wie es richtig geht. Mund auf, Zahnbürste rein und wild drauf losschruppen mag zwar dynamisch sein, ist aber nicht wirklich effektiv. Durch heftiges Querschrubben und seitliches Auf- und Abbürsten mit viel zu viel Druck wird der Zahnbelag nicht effektiv entfernt und die Zähne auf Dauer sogar beschädigt. Mit der Vibrationstechnik werden die Zähne schonend gereinigt. Dazu die Bürste im 45-Grad-Winkel am Zahnfleischrand aufsetzen und leicht rütteln. Anschließend die Bürste mit sanftem Druck vom Zahnfleisch in Richtung Zähne ausstreichen. Erst kommen die Zahnreihen außen dran, danach die Zahnreihen innen und zum Schluss die Kauflächen. Gründlich gemacht dauert das Ganze rund 3 Minuten. Im Grunde genommen ist heutzutage jede handelsübliche Zahnpasta zu empfehlen. Entscheidend ist der Fluoridgehalt in der Zahnpasta, weil Fluorid zu einer Zahnschmelzhärtung führt. Kein anderer Wirkstoff, den man heute kennt, hat ähnliche Eigenschaften. Fluorid ist also sehr, sehr wichtig für die Kariesprophylaxe und führt bei regelmäßiger Anwendung zu einem ganz, ganz erheblichen, zu verzeichnenden Rückgang der Karies innerhalb der letzten Jahrzehnte. Die Auswahl an Zahnbürsten ist groß und die Entscheidung fällt schwer. Soll es eine elektrische sein oder doch lieber die gute alte Handzahnbürste? Bei richtiger Technik unterscheiden sich die elektrische und Handzahnbürsten in ihrer Reinigungsleistung kaum. Die elektrische Zahnbürste unterstützt allerdings die richtige Putzbewegung und ist daher auch für manuell eher Ungeübte geeignet. Für alle Zahnbürsten gilt jedoch, sie sollte alle 3 Monate gewechselt werden. Ja, entscheidend ist natürlich auch, dass man die Zahnzwischenräume reinigt. Die Zahnbürste erreicht nur 70% der Zahnoberfläche. Und gerade in den Zahnzwischenräumen nisten sich relativ hartnäckig Bakterien an, die dann letztendlich auch zu Zahntaschenentzündung, sprich Parodontose, als auch zu Karies führen können. Entscheidend da ist, dass man dort das entsprechende Hilfsmittel benutzt. Das kann sein Zahnseide, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Normale Zahnseide für normal enge Zwischenräume oder es gibt auch bauschige, geflosste Zahnseide, die man sehr gut bei Brückengliedern oder bei breiteren Zwischenräumen nehmen kann. Wenn die Zwischenräume häufig bei älteren Leuten noch etwas breiter werden, kann man auch Zahnzwischenraumbürstchen, die es in unterschiedlichen Größen gibt, benutzen, die auch einen suffizienten Reinigungseffekt gerade in diesem schwer zugänglichen Bereich halt bewirken. Was man zusätzlich noch sehr empfehlen kann, ist zumindest einmal jährlich eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt durch zum Beispiel eine Prophylaxehelferin. Da sind wirklich sehr, sehr gründlich dann die Taschen nochmal gereinigt, die Zähne poliert, anschließend ausgehärtet und fluoridiert. Das ist nochmal ein sehr guter Benefit für die Zahngesundheit als auch für die Gesundheit des Zahnhalteapparates. Das Benutzen von Zahnseide ist in Deutschland wenig verbreitet. Viele wissen nicht, wie sie mit dem dünnen Faden umgehen sollen. Für die richtige Handhabung bedarf es ein wenig Übung. Zunächst schneidet man sich ein etwa 30 cm langes Stück Zahnseide ab. Dann wickelt man jeweils ein Ende der Zahnseide um einen Finger. Jetzt ist auch schon der schwierigste Teil geschafft und das Seideln kann begonnen werden. Unter leichtem Vor- und Zurückziehen bewegt man die Seide jetzt an der Seite des Zahns von unten nach oben. Bei größeren Zwischenräumen, besonders im Seitenzahnbereich, sind Zahnzwischenraumbürsten überlegen.
Es gibt sie in unterschiedlichen Größen, sodass eine geeignete Auswahl getroffen werden kann. Wer alle Regeln beachtet, tut schon ziemlich viel für seine Zähne. Um Zahnfleisch und Zähne auf Dauer fit zu halten, reicht es aber immer noch nicht ganz aus. Vergiss bitte deinen Zahnarzttermin um 17.30 Uhr nicht, ist wichtig. Die ideale Ergänzung zur Pflege zu Hause bietet daher die professionelle Zahnreinigung. Dabei wird der Zahnbelag und Zahnstein sehr gründlich entfernt. Das Ergebnis ist eine deutliche Senkung von Risikofaktoren für Zahn- und Munderkrankungen.